Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest. Genau. Jetzt ist mal ein bisschen was trinken. Was essen. Mach dir doch einfach eine Fleischsuppe. Es geht schon, es geht schon. Ah ja. So, wo habe ich meinen Topf? Da. So, und dann wollen wir die Schrotflinte holen. Ja, klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir eine. Ah, das ist Kevin. Nimmst du die restlichen drei Fische da mit? Nimmst du die drei Fische da mit? Ja. Gut. Stimmt. Mache sauberes Wasser. Und gehe die Fische hängen. So, was machst du? Ich hole ein bisschen normales Fleisch. Okay. Gut. So, hab noch 5 Mal rohes Fleisch gesammelt, also ich hab mal wieder genug dabei. Gut, dann gehen wir Schrotflinte holen. Okay, wollen wir fahren oder wollen wir hinlaufen? Wir fahren. Wenn wir schon ein Fahrzeug dafür haben.
Virginia ist wieder irgendwo im Arsch der Welt. Ja. So. Jetzt haben wir unten dieses Orange auf der Karte. Nee. Nee, ich frage, was das ist. Ach so, boah, keine Ahnung, was das nochmal war. Muss man jetzt später nochmal nachschauen. Okay. Schade, dass man keinen Anhänger an dem Teil hier ran basteln kann. Naja, es ist halt ein Golfkart, ne? Das wäre cool, wenn es welche geben würde, wo es halt mehrere Leute drauf sitzen lassen kannst. Oder halt welche, wo es da hinten noch Sachen reintun, reintun könntest. Mhm. Das wäre halt sexy. Mhm. Was ist das? Ich glaube, ein Hase. Okay. Kannst du ein Reh überfahren? Mach das mal. Ausprobieren. Ja. Oh, ja. Schnapp's dir mal. Das hat jetzt aber auch gepasst. Oh, vor uns sind Leute. Schau, was du weitermachst. Und fahr! Okay, ich glaube, wir müssen rechts den Weg nehmen. Dass okay. Wir komplett durchfahren können. Gut. Okay. Das war eine interessante Fahrt. Okay. Durch all den Busch. Ich war schon nicht vorbei. Na, schau, da vorne ist eine ganze Kolonne. Ja. Und links ist einer im Busch. Ah, schade. Aber es ist das Wasser. Ja, hier, überfahr ihn. Der kleine Schisser. Gut, wir haben unsere beste Waffe gefunden. Schade, dass wir die nicht mit in die Höhle nehmen können. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu krass. Und tschüss. Die Musik passt perfekt dazu. Mhm. Weißt du die überhaupt? So eine sanfte, ruhige Musik und wir massakrieren irgendwelche Ureinwohner. Nee, Kannibalen. Ja. Oh, halt! Was los? Das sind Gratis-Speere. Oh. So, und wieder drin. Wo ist er? Ah! Und nochmal, bam.
muss er ja nicht unbedingt leiden lassen. Nee. Ich frage mich, ob man damit so einen roten oder so einen Riese kaputt machen kann. Wir werden es dann erfahren, weil ich kann mir vorstellen, dass bei der Shotgun wieder ein paar mehr sein werden. Und da? Ach, hallo! Nüt, nüt! Oh, also dich. Oh. Mit Anlauf. Mit Anlauf muss man drauf. Okay. Ich glaube, es wäre echt geil, wenn wir beide einen hätten. Ja. So ein Tag-Team machen. Aus dem Weg! Ah, da kommt jemand da oben. Oh. Da, zurück. Ein bisschen zurück. Wen meinst du? Ich weiß auch nicht, ich sehe sie ja auch nicht mehr. Hm. Naja, egal. Unser Job hier ist erledigt. Ja. Wir haben Demokratie vorbeigebracht. Jetzt dürfen alle wählen. Männer, Frauen. Die ganze Bagage. Die Nö, die nicht mehr. Wollen ja also, auch nicht übertreiben. Wir können es versuchen. Ja, genau. Ja, jeder hat das Recht, es zu versuchen. Sie müssen nur an die Urne gehen. Du hast noch Fleisch? Ja, ich gehe mal Fleisch sammeln. Ich kümmere mich mal um die, was auf dem Weg draufstehen, ne? Die wollen eh gerade mal zu dir hin. Oh, der kommt zu dir. Ne, ich hab ihn angefahren. Gut, er hält sich sein Bein. Welches Bein? Ja, dass er jetzt nicht mehr da ist. Oh, ich bin unsterblich. Ja, aber okay. Ich bin unsterblich. Im Gegensatz zu... Die... Da ist noch einer. Oh, und von links, rechts kommt einer. Jetzt auf den Baum. Ja. Es wäre witzig, wenn wir Bäume auch fällen könnten mit so einem Bam. Da, auf dem Weg, auf dem Weg. Aua. Das hat mich erwischt. Ja, man braucht schon eine gewisse Geschwindigkeit, ansonsten bringt es nichts mit Anfahren irgendwie. So, nochmal anfahren. Das ist knapp verpasst. Yep. Ah, da ist sie, ja. Die zerplatzen. Die zerfallen in ihre Einzelteile. Naja, okay. Nee, oh, da unten. Nochmal, volle Pulle. Wir bräuchten irgendwie eine Lanze. Ja. Wir sind da. Die Schaufel. Die Schaufel. Ja. Müssen wir die selbst rauskramen? Jupp. Oho. Wenig Stoff da dran. Ja. Warte mal, wo war denn der? Ah, ich habe ihn schon mitgenommen.
Nichts passiert. Ich muss aus unbestimmten Gründen mal da vorne vorbeifahren. Okay. Siehst du meine unbestimmten Gründe? Ja. Okay. Wo möchten Sie denn hin? Das ist eine gute Frage. Jetzt haben wir die Schrotflinte. Die würde ich gerne an Virginia geben, aber die ist ja wieder nirgends. Die ist... Ja, die ist oben bei der, in der Nähe von der Höhle, in der Nähe von unserer Base. Also, die ist schon ein bisschen weiter weg. Ja. Was wollen wir jetzt machen? Tja, ich würde sagen, wir fahren erstmal zurück zur Base, weil der Akku ist zur Hälfte leer fast, bei dem Teil. Das ist seltsam, denn er ist ja eigentlich den ganzen Tag an der Sonne. Ja. Ach, da ist jemand. Okay. Gut, dass er dies tut. Jupp. Sehr gut. Ah, verdammt. Ich kann kein Fleisch mitnehmen. Ich auch nicht. Ich nehme auch nochmal schnell ein paar Dings mit. Speere. Gratis Speere. Jupp. Ich glaube, wir könnten aber als nächstes in den einen Bunker reingehen, wo wir letztens entdeckt haben. Ja, dort drüben eine Horde. Oh. Auf Steine flüchten. Drüben ist noch einer. Ah, verdammt. Ist blöd, wenn die bei den Steinen sind. Ja, ah, geköpft. Naja. Hatten wir nicht hier unsere Basis letztes Mal? Nee. Aua. Komm her, du. Ach, dann halt nicht. Zurück auf den Weg. Doch. Ja, doch, wir hatten unsere Basis hier. Das war. Diese Fläche hier, ja? Genau hier waren wir, ja. Ist das nicht in der Nähe? Sollte ein Flugzeug, ein Helikopter abgestürzt sein, wo wir für Virginia Kleidung. Hier vorne. Ja. Hier links oben ist es. Ja. Gehen wir schnell da. Hin. Genau. Ja, schon. Was kann man eigentlich mit den Papierscheiben machen? Zielübungen. Hier sollte doch die Kleidung von Virginia sein, oder nicht? Ja, eigentlich schon, aber ich finde es auch nicht. Ich dachte, dass die in so einer Kiste drin war. Oh. Ich dachte, die war hier irgendwo. Ich habe keine neue Kleidung erhalten. Ich sehe auch nichts.
Komisch. Gut. Naja, fahren wir weiter. Ja, ein Versuch war es wert. So, los, los, los. Aha, bam. Leider macht es kein Geräusch. Doch, es macht so ein Flatschgeräusch. Bei mir nicht. Okay. Die zerspringen einfach in Teile. Okay. Da vorne sind wieder ein paar andere. Oh, Oh, da ist er ein runter. großer. Ja. Okay. Gut, auch er überlebt's nicht. Gut. Ich liebe die Karre. Oh ja. Das ist schon, das ist sehr gut. So reißt man Warte, eine. wollen wir kurz darüber gehen zum orangen Teil? Orangen Teil. Auf der Karte. Achso, das war links. Ja, lass hin. Ja, schon unterwegs sind. Ich glaube, das war eine Höhle oder so. Ja, aber ich glaube, in der Höhle waren wir schon drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann nehmen wir den GPS weg. Ich glaube, in Nicht. Wir sind ja einmal hier ge. Nee, die haben wir noch nicht aufgemacht. Die haben wir noch nicht Genau. aufgemacht. Wollen wir? Oder? Klar, wir können gerne rein. Warte schnell. Ah, das Was ist zum. vor? Ich schaue, dass er genug Sonne kriegt, damit, wenn wir drin sind, es wenigstens aufgeladen wird. Gut, Buddy. Lecker. Was ist das denn? Oh, das ist ein Jumppad für den Gleiter. Die Einladung dafür. Was ist hier drin? Okay, Moment, kommen wir gleich. Ah, oh, da oben geht's auch entlang. Sorry. Sorry. Ah, und hier kommt man wieder raus. Das ist schön. Cool. Sonst müssen wir bauen. Das müssen wir unbedingt bauen. Ja. Endlich mal irgendetwas, das von Wert ist. Oh ja. Sonst die Uhr ist für den Arsch. Die Stehlampe ist für den Arsch. Schade.
Gut. Ich komme. Oh, halt. Möchtest du ausgraben oder was? Genau. Okay, du alter Grabräuber. Es geht auf jeden Fall um einiges leichter als beim letzten Mal, wie wir sowas gemacht haben. Ja. Da hat es ewig gedauert, bis man. Du musstest so richtig alles freischaufeln. Hier musst du ein bisschen was freischaufeln, dann hast du eigentlich alles. Na, jetzt hat. Okay, nice. Gut. So, drin und weiter geht's. Okay, dass das überlebt hat, ist ja auch seltsam. Ja, ich bin dann auch nicht mit viel Gewalt rangefahren. Ja, aber trotzdem. Deswegen. Oh, und die Sonne hat es ein bisschen gefüllt. Yep. Was ich stelle da oben hin? So. Sehr geil. Okay. Sollst du das Launchpad platzieren? Ich bin gerade am Überlegen. Musst du es noch rausfinden, fast, dass man das machen muss. Also man kann es nicht auf Sachen machen, die man selbst gebaut hat. Man muss es irgendwo. Okay. Interessant. Oder? Ja. Man muss es auf Sachen. So, dann probiere ich es mal. So, hier. Geil.
sind wir hoch. Willst du mich überleben? Also der Flug ist hoch. So, Gleiter nähen. Das hat schon was, ja. Es ist schon cool. Ah. Man muss es richtig achten. Jupp. Oh, Virginia ist da. Ah, sehr geil. Soll ich ihr die Shotgun geben oder willst du ihr geben? Ich gebe ihr meine. Okay. Es gibt ja noch eine zweite, oder? Weiß ich tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Das ist schon geil. So. Also ich gehe kurz zu Virginia. Da ist sie. Oh. Bist du tot? Nee, ich bin nicht tot. Aber ich habe mich gerade, ich sag mal so, ich bin gerade voll gegen den Baum gesemmelt. Mit Full Speed. Ich weiß nicht, ob ich gerade Rüstung verloren habe oder nicht, aber ja. So, sie hat meine Schrottflinte. Das ist ein Spaß. Oh boy, here we go. Ja. Und jetzt ist sie im Baden. Oh ne. Gut. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.